Heute besuchen wir das Forum Romanum, der klassische Teil Roms. Vor 2000 Jahren war hier das Zentrum der Macht in Europa. Heute sind es nur noch Trümmer. Ein großer Teil der Bausubstanz des Forums wurde in der Renaissance verwendet, um Kirchen, zum Beispiel den Petersdom, aber auch Villen zu errichten. Heute würde man das Recycling nennen. Trotzdem schade. Eine kleine Ausstellung von Fundstücken aus dem Forum befindet sich hier. Wunderschöne Gläser. Die Römer hatten schon Geschmack und konnten auch hervorragende Kunstgegenstände herstellen. Der Cäsar-Tempel. Allerdings wurde Cäsar nicht an diesem Ort ermordet, aber seine sterblichen Überreste wurden hier verbrannt. Und noch heute legen Römer oder auch Touristen gerne Blumen ab. Hier ein Blick vom Palatin auf das Forum Romanum. Der Tempel der Vestalinnen. In den Anfangszeiten Roms hüteten die Vestalinnen das Feuer. Das war praktisch, wenn es irgendwo ausging. In den Häusern konnte man sich nochmal Feuer besorgen. Später wurde daraus eine heilige Institution. Die Römer hatten Angst, wenn das Feuer ausgeht, dass Rom untergeht. Schöne Marmorstatuen sind noch zu sehen, die zum Tempel der Vestalinnen gehören. Vielleicht sind das auch einige der Vestalinnen selbst, die hier abgebildet sind. Der Romulus-Tempel hat allerdings nichts mit dem Staatsgründer Romulus zu tun. Das ist ein Sohn eines Kaisers aus dem 3. Jahrhundert nach Christi. Dennoch ist davor ein tiefes Loch, in dem heute gebuddelt wird. Das Kolosseum oder das Amphitheater des Flavius.
80 nach Christus errichtet und bezahlt hauptsächlich mit dem Gold und den Schätzen, die die Römer aus dem Tempel der Juden geraubt hatten. Einmal im Jahr, am Karfreitag, beten die Christen gemeinsam mit dem Papst den Kreuzweg im Kolosseum. Sie denken dabei an die vielen Christen, die als Märtyrer in Rom umgekommen sind. Nach neuen Erkenntnissen allerdings wohl nicht im Kolosseum. Der Konstantinbogen, der besterhaltene Triumphbogen in Rom. Im Jahre 312 für Konstantin errichtet, für seinen Sieg an der Mittelbischen Brücke. Vom Circus Massimo ist nur noch das Gelände zu sehen. Früher in Rom wurden hier Wagenrennen veranstaltet, wohl ähnlich wie man sie in dem Film Ben Hur bestaunen kann. Das Trajansforum, eines der drei Kaiserforen. Im 2. Jahrhundert nach Christus errichtet von Kaiser Trajan, hatte das Römische Reich damals wohl seine größte Ausdehnung und auch seine höchste Blüte erreicht. Danach ging es dann bergab. Area Sacra, eine Ausgrabung von vier Tempeln aus der Zeit von 300 bis 200 vor Christi. Heute ist sie hauptsächlich für Katzen zugänglich.